shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie ich diesen Glitch nennen sollte, habe ich ihn jetzt einfach mal Bug Truck Glitch genannt. Das ist so ein sinnfreier Animationsglitch von Geländefahrzeugen mit Ladeflächen. Und weil ich einfach solche Glitches übertrieben feiere, weil die einfach sinnlos sind, aber einfach nur Spaß machen, dachte ich mir, ich zeige euch das natürlich trotzdem. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt. Ich weiß natürlich, dass am Sonntag der Replay Oldschool das auch schon hochgeladen hat. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, weil ich habe das von so einem kleineren YouTuber gesehen. Ich glaube, so ein englischsprachiger war das. Ich hau den Link auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung rein. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Replay Oldschool das am Sonntag auch schon hochgeladen hat. Ich dachte, ich kann mir da ein bisschen mehr Zeit lassen. Egal, scheiß drauf. Replay Oldschool, Grüße gehen an dich raus. Und ja, ich stelle euch jetzt trotzdem nochmal vor. Ich hoffe natürlich, dass er für den einen oder anderen neu ist. So, was ihr dazu machen müsst, ihr braucht auf jeden Fall mal so irgendeinen Geländewagen. Ich habe das jetzt einfach mit einem Trevor Truck gemacht oder mit Trevor's Truck, wo ihr einfach so eine Ladefläche habt, wie ich das im Hintergrund jetzt gerade habe. Dann sucht ihr euch irgendeine Mülltonne in Los Santos. Da gibt es ja relativ viele, aber das müssen halt so Mülltonnen sein, wo ihr auch wirklich bewegen könnt. Also so wie ich das jetzt gerade im Hintergrund mache. Dann müsst ihr euch genau merken, wo die stand, und dann müsst ihr die Mülltonne so wegfahren und die Ladefläche so platzieren, wo, also da, wo vorhin die Mülltonne war, da muss nachher auch die Ladefläche von dem Truck sein. Ihr könnt es theoretisch mit dem Sand King machen oder Slam Van, oder eigentlich funktioniert das mit jedem Fahrzeug, wo hinten so eine Ladefläche hat. Wenn ihr das dann oder die Mülltonne weggeschoben habt, euer Auto so platziert habt, wo die Mülltonne genau davor stand, also die Ladefläche, dann sucht euch am besten irgendein random Fahrzeug oder sowas und fährt einfach mal um den Block, dass die Mülltonne eigentlich wieder da spawnt, wo sie eigentlich ursprünglich stand. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seht ihr schon, dass die Mülltonne auf der Ladefläche bzw. in der Ladefläche von dem Auto gespawnt ist. Und dann seht ihr schon, wenn ihr einsteigt, dann backt es so tierisch rum und ihr könnt eigentlich kaum noch damit fahren und ja, das Auto ist völlig am Ausrasten und am Rumdemolieren, und also richtig geil finde ich das auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch Spaß macht. Eins ist noch zu beachten, dass hinten, sobald die Ladefläche, also der ich weiß nicht, wie nennt man das, Kofferraumdeckel ist ja nicht, aber halt die Türe von der Ladefläche, also wenn die euch abbricht bei dem Auto, dann müsst ihr das Auto halt kurz in Los Santos Customs reinfahren und das Auto wieder reparieren, damit es wieder funktioniert. Weil wenn die abfällt, die Türe, dann ist halt auch der Glitch vorbei. Beziehungsweise der Glitch ist auch manchmal davor schon vorbei, weil die Mülltonne sich dann irgendwann entfernt. Aber ich finde es halt richtig geil. Man kann so richtig Spaß haben, könnte mal mit Freunden alles zusammen machen. Ich glaube, dann ja, kann man richtig Spaß haben. So, das war es auf jeden Fall mit dem Glitch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann Backflip, ne? Alles klar, ihr wisst Bescheid. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.